Okay, dann erstmal hallo, willkommen zu diesem Stream. Ich streame heute Rainbow Six Siege und ich hoffe, dass du läuft schon. Seht ihr was? Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal ein bisschen was in den Chat schreiben, damit ich auch sehe, wer alle hier ist. Können wir schon anfangen. Ich glaube, ich warte, aber ich denke, ich fange direkt an. Ja, fangen wir an, oder? Ich hoffe, mein Partner ist klar, wirklich. Schreibt mal bitte in den Chat, ob ihr mich klar und deutlich hört und ob alles mit dem Stream passt. Leute. So, wunderbar. Wie hat mich die Bombe gekriegt? Wie gesagt, schreibt bitte kurz nochmal in den Stream-Chat hier rein, ob ihr mich gut hört und ob der Stream passt.
Teammates können auch alles sterben. Ja, aber klar. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ja, klar. War schon ein Schild. Eine Bombe aufspüren. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ja, wir haben ja alle beide Bomben schon. Noch 5 Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft. Ja. Schwert mich aber nach oben. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde erneut gesichert. Wo sind hier die Treppe? Aufpassen, dass keiner von uns gekommen ist. Haben wir schon mal? Einer vom eigenen Druck verbleibt. Nein, oder? Gekriegt habe. Ja, ich hätte das Schild oben lassen. Machen wir Jäger. Ja, ich glaube, wir verlieren das Möglichste. Standort der Bombe in Gefahr.
man da durch? Ja, kann man. Verstärkungen sind angebracht. Ja, ich hab halt nur zwei Verstärkungen. Und das müssen meine Teammates aufstellen. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Ja. Ja, aber. Problem hier, man weiß nie, von wo die Gegner kommen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützen Sie. Ja, Digga. Der hat sich genau in den Typen versteckt, Alter. Aber ich hab ihn. Ja. Oh, Digga, direkt Teddy oder. Ehrenlos. Er schmeckt mir nicht. Er schmeckt mir überhaupt nicht. Vor allem der Typ. Ja, aber der erste aus meinem Team war. Wenn man nur irgendwie ist. Hier wird anderes mit zu. Kann man auch nicht. Den Booster aktivieren. Ich weiß nicht. Ja, machen wir mal. Na, jetzt hat das Match gestorben. Hier, das Ding ist, ihr, wenn ihr gerade auf der PS4 seid, oder auf der PS4 Rainbow habt, Six Siege habt, könnt ihr gerne in den Chat schreiben. Ich schreibe euch meinen Namen in den Chat, also meinen PSN-Namen, dann addet ihr mich und wir können vielleicht gemeinsam spielen. Falls ihr Bock habt.
müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Geht das? Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Das nicht. Es bleiben 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Ich sorge für Ablenkung. Ich lege Stacheldraht aus. Ja, dann schon. Digga. Schwierig. Schwierig. Ich krieg da nicht schwierig. Schwierig. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Ah, ich hab den nicht gekriegt. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Ja, vielleicht spiele ich auch mit dem falschen Operator. Vielleicht sollte ich mir das einfach spielen. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Mit Save now. 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Standort des Biogefahrgutbehälters. Ich bin geschafft. Angriffserlaubnis erteilt. Wie renne ich eigentlich mit dem schneller? Da rennt so lang.
Egal. Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Dämonmine bereit! Ein Gegner verbleibt. Eigentlich erfolgreich. Das war die Landung. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. So, auf jeden Fall zu machen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Es bleiben 10 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich lag nach und brauche Deckung. Da deckt überhaupt keiner. Shit, dann. Digga, natürlich! Genau bei dem Fenster, wo ich stehe. Da hängen die. Ja, haben die denn? Die haben gerade umgelogen mit der Kamera. Ja, ich sehe den nicht mehr. Herrenlos. Nur noch ein Gegner übrig.
Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Also. Staubsauger-Pilz hier. Ja, die ist schon ziemlich laut. Ja, wegen dem Gain. High Quality. Schade, hey, vielleicht ist es besser, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe. Dann geht's so. Ich hoffe, man hört den nicht so laut. Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Oha. Krass. Na, wo ist dieses? Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ja, Jungs und Mädels, wie gesagt, falls ihr eine PS4 habt, auch Rainbow Six Siege habt und vielleicht mitzocken wollt, letztendlich so alleine zocken muss, edit mich einfach. Mein PSN ist AGC-Slenderman mit 2 N am Schluss. Könnt ihr mich einfach adden, nehmt euch an und dann können wir zocken. Nicht der letzte. Ich will den letzten Killer. Komm, gönn mir. Gut gemacht. Der Behälter ist sicher. Das Game gönnt mir. Ja, easy. Die Runde hat mir zum Beispiel wieder geschmeckt. So Runden, wo ich verliere, schmecken überhaupt nicht. Runden, wo ich gewinne. Dritter! Ich krieg den dritten Platz. Ich gehe jetzt ins Hauptmenü. Wie gesagt, falls irgendjemand mitzocken will, der soll jetzt schreiben. Dann warte ich noch einen Moment, bis er mich geändert hat und dann können wir gemeinsam zocken. Ayu, was geht? Hörte die PS4 noch so laut? Feierabend. Kommst du gerade von arbeiten oder was? Ich war auch lange nicht mehr. Ich war auch lange nicht mehr auf dem PC so. Ja, so viel PS4 gespielt und so. Ja, dann schönen Feierabend dir noch. Entspann dich.
Ja. So, dann spielst du noch eine Runde. Wie viel wie oft habe ich jetzt schon gesagt? Abgehakt. Ja, muss ich schauen. Aber danke für die Info. Werde ich mal schauen. Ja. Biogefahrenbehälter schützen, den Raum sichern. So. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Jetzt spiele ich jetzt noch mal den Block, oder? Ja, den Block. Ja. Ja, die können da von da oben kommen. Ja, den krieg ich da noch. Ja, Digga, du kriegst mich auch noch. Potato. Kannst du damit? Ui. Und wo kommen die Digga? Der wird jetzt safe gehielt, der wird so safe gehielt. Ja. Ja, so ist es einfach.
Er gibt zu, das war schon. Der war schon gut, ne? Nochmal da. Ah, noch. Ja, der war auch. Ja. Nice one. Hast du auch eine PS4? Hast du Rainbow? Ach, okay. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Hast du Rainbow? Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ja. Ah, dann macht ihr das so. Ah. Du musst ja nicht. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Nein. Ist doch klar, dass ihr das macht. Weiter zum Biogefahrgutbehälter. Was hat das gemacht? Okay, wie hat er mich gerade getroffen? Nein! Ich, oh. Klar, nein, klar, klar. Warte, uhui. Okay, ich kann's, jetzt kann ich's. Okay. Also derzeit zockst du nur DayZ und Minecraft. Ah, ich bin ein schlechter Spieler, aber. Ja, Minecraft. Das ist ein Thema, habe ich auch mal gespielt. Rust. Aber. Ich weiß. Keine Ahnung. Irgendwie früher hat es gebockt so. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt so. Ja. Für mich ist das so. Kann man machen. Muss man nicht. Wirklich mal wieder geklaut. Jetzt kann ich wieder mit so einem Kackwaffe spielen. Auch
nicht Skyblocks, aber. Ja, wie du warst, hab früher auch auf solchen Minigames-Servern auch, hab ich da Ränge gehabt und so und hab schon meine eigenen besossen, aber. Hab ich auch aufgegeben. War auch wieder nicht so meins, so. Hier machen wir Barrikade. Perfekt. Hier machen wir. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. Wir machen auch noch ein paar Wände. Wand gesichert! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ja, ich kann, hier kann man mir was ich dann aussehe. Ach, ich sehe es nicht da. Ich sichere die Wand! Wer kann man? Achso. Ja. Das war so klar. Ja, ich hab doch gesagt, dass die Waffe kackt. Es war so klar, dass ich. Okay. Ja, verstehe ich. Ja, wie gesagt, also Minecraft ist jetzt nicht mehr so romantisch wie früher. Ich habe so gewusst, dass ich mit dieser anderen Waffe verkacken werde. Das war so klar. Ja. 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 Ja, das ist dieser Typ mit seinem Kackschild. Auf der Waffe. Ja, da hat er auch nichts mehr machen können. Ja, okay. Ja, das sind ja noch. Was? Soll ich jetzt mit Schild spielen oder soll ich das mit Schild? Ja. Oder wir nehmen die Wände mit der Ork. Dann hat eh schon jemand anderes Schild. Ich will mal wieder hin. Ah, stimmt. Jetzt gibt es sogar Gold. Das wäre jetzt besser als ich mit Schild. So kommt man da ran. Hab ihn gefunden. Nein, ich park hier herum. Nein. Ja, zum Glück. Noch 10 Sekunden. Sekunden bis Einsatz. Ich back herum. Jetzt wollte ich doch nur beobachten. Ich mach mir jetzt auch so ein gutes Schild drauf. Das ist eine von uns her, oder? Yeah.
Schade, dass eine deutsche Flagge passt. Wie ich es hasse. Ja, das Ding ist, wenn ich gegen Leute spiele, die diesen dieses Schild drauf haben, dann muss ich 3000 mal drauf ballern, damit dieses Schild endlich mal runtergeht. Er ballert mich, der ballert 3 Kugeln auf dieses Scheißschild drauf und es ist hin. Es ist direkt kaputt. Ja, nach diesem Match heute traue ich mich noch nicht mal mehr, meine KD mehr anzugucken. Ja, kann sein. Ich hab nichts mehr. Ja, kann sein, aber so, das regt mich einfach auf. Ein Gegner verbleibt. Ja, aber. Aber am Schluss wollen wir doch alle nicht, dass wir irgendwie hier. Guck, so wenn du jetzt sagst, greif auf die KD und so, ja, in dem Sinne ja, so wegen Spaß und so, aber wenn wir ehrlich sind, schaut doch so ein paar Leute so. Jeder schaut so ein bisschen drauf. Ich will ja nicht, dass meine KD, keine Ahnung, eine 0-1 ist oder sowas. Und denken sich die Leute, ja. Das ist wieder so ein Erscheinungsbild sozusagen. Die muss nicht zu gut sein, aber sie sollte halt auch nicht, keine Ahnung, zu schlecht sein. Ich hoffe, die KD ja. Ja, sieht jeder anders. Wie gesagt, es ist sowas wie ein Erscheinungsbild. Ich muss keine krasse KD haben, aber sie soll nicht zu abgekackt sein. So. Das würde ich schon mal in meiner Party. Hallo? Leute, hört ihr den? Hallo? Was für die Lungen im Hallo? Hey, Dual? Dual schon? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche und denke mir so, wer ist das jetzt? Bock mit mir ein bisschen Rainbow zu spielen. Ja. Ah, ich komm. Schon seit einer halben Stunde. Wie, du machst das schon seit einer halben Stunde? Du sitzt jetzt so circa seit einer halben Stunde so in deiner Party und wartest, dass du überhaupt einfach da bist. Achso. Ja, du hast mich doch die ganze Zeit reden gehört, oder? Komm, ich lade dich an. Ja, ich fand's auch lustig. Ich bin so ein Blut, dass es in die Luft, dann geht's bergauf. Ja, schon. Bist du drin? Ja. Okay. Starten wir.
natürlich zu zweit mit jemandem, der hoffentlich was kann. Chat, hört man hier? Dual. Moin. Ich denke schon, dass ich mich hören sollte. Ja, reicht doch schon. Dein Spiel. Mit was für einem spielst du mal? Mit was für einem Spiel? Er spielt den Meme-Charakter, heißt er. nee, das ist der Typ mit dem Schild. Ja, sieht man. Sollen wir mal den Teppich sehen. Ist okay. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Keller, Garage, nice. Garage? Jo. Kommt man hier runter? Garage, Fitnessraum. Und sie haben Echo. Du bist ohne eine infizierte Sprengkopf. Boah, das ist so behindert. Ich stehe vor der verfickten zweiten Bombe. Und meine Drohne in der sitzt nicht. Ja, wenn die Bombe lokalisiert. Ding jetzt da in diesen 5 Sekunden. Hätte wenigstens ein Störsender da, oder? Nee, die Störsender sind alle an der Wand. Ja. Ah, es fliegt einer. Oh fuck doch. Au. Ey, ich mach mal. Boah, Dicker! Ganz oben ist. Wie machen die? Ey, wie kriegen die mich? Können die mich erschießen? Ich habe ein Schild vor mir. Über deine Schultern. Und das war nicht. Nee, das war die Pistole. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Also. Aber das sind. Helfen machen kann. Kann man nicht die Schultern irgendwie abdecken oder so? Die Schilde decken nicht richtig ab. Der einzige Schild, der richtig abdeckt, ist der von Montagne. Weil der den ausfahren kann. Mit seiner, der schützt ihn grundsätzlich in der Front, aber die Schultern sind meistens der Schwachpunkt, beziehungsweise die Beine. Ja, die Beine, deswegen bücke ich mich ja auch die ganze Zeit, aber ist der die Dinger, die ja. Schultern? Das war gerade so ein Schock, irgendwie. Ich war die ganze Zeit, irgendwer hat die ganze Zeit im Hintergrund Chips gegessen oder so. Ich habe mir so gedacht, wer ist denn das jetzt hier? Keine Ahnung, von wo sind diese Geräusche? Keine Schürze, jetzt Pommes. Achso, ja, Pommes. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche und so denke mir, wer ist denn da Chips oder Pommes oder so? Ich verspart ja von meinem Booster. Vom eigenen Druck verbleibt. Ja, aber ich wundere es, dass ich keine Benachrichtigung oder so gekriegt habe. Na, hätte ich nicht zoomen können. Oh, mein Angriffsoperator. Technisch bist du immer so standardmäßig. Angriff meistens nur Objekte, weil man keine Ahnung hat. Verteidigung, Kapkan. Und sonst kommt es drauf an. Ja, ich spiele. Maestro. Ich spiele immer bei Verteidigung, Jäger. Nein, warte. Mein Verteidiger ist ja da, wo der Doc und der Jäger. Okay. Entweder ich spiele bei Verteidigung Jäger oder Doc. Bei Angriff nehme ich den Schildtypen da oder diese Frau mit der Ork. Ein Kuh oder so, genau.
Ich finde das so krass, dass die eine Ork hat. Bomben hier. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Stacheldraht wird ausgelegt. Verbündete getroffen. Hat mein eigenes Teammate. Mein eigener Teammate. Nur noch 5 Sekunden. Haben wir einen Doc im Team? Nee, oder? Was? Haben wir einen Doc im Team? Ja, das war klar, die kommen durch die Fenster. Kommen durch die Fenster auf. Hey, soll ich. Ja, die sehen mich, wenn ich rausgehe, oder? Ja. Ja, nee, beim Fenster, bei den Fenstern, bei der A-Bombe oder so, wo wir gerade alle beide rausgerannt sind, der ist da beim letzten Ding, beim, wenn du reingehst, das rechte ist, das rechte. Rechts das letzte Fenster da. Warte, hab ich mal geguckt. Und von hinten. So. Ja, aber die Teammates decken noch nichts ab. Deswegen sage ich, man sollte dieses Game eigentlich nicht machen. Das ist Standard-Spiel. Leute. In einem Team, die können gar nicht meistens. Oder sind richtig mies eingerankt und die Gegner kriegen dann keine Ahnung, Gold bis Diamantspieler. Ja. Das Matchmaking in Locker sehr beschissen. Ja, aber wir sollten halt deswegen spiele ich einfach, man sollte das Game einfach zu fünf, also alle fünf sollten in einer Party sein und miteinander reden können. Das muss ich auch ausmachen können. Ja, das ist ja auch ideal. Ja. Nur hab einmal fünf Leute, die mit dir spielen. Hatte ich mal. Brauchst du auch noch Leute, die das, die auch Team spielen können. Ja. Noch was anderes spielen. Ich bin mir sicher, ich hasse die. Ein paar Operators sind die Waffen einfach so kacke, dass wenn du schießt, die in jede andere Richtung schießen. Ich spiele jetzt auch mit Black Braid. Die ich Waffe vom denken, der Schild hält nicht mehr so viel aus. Ja, aber das Ding ist immer bei mir gesehen, wie schnell der mich weggenutzt hat. Und genau mich das. Eine Sekunde. Ja. Wo er gefühlt eine Kugel geschossen hat. Ich war tot. Für ihn waren so, keine Ahnung, 5-6 Kugeln oder so. Ja, das Ding ist, das hasse ich auch an diesen Typen. Weil immer wenn ich auf die Leute draufballer, die den haben, die kriegen nichts so, die kriegen nichts mit, denn keine Ahnung, Alter, die juckt's nicht. Und bei mir, wenn ich die dann, wenn ich den dann hab, die schießen 2 Kugeln drauf, direkt down. Also ja, ich brauch mich nicht identifizieren, das ist schön. Wohnzimmer und Sportzimmer. Ja, ich war da gerade unten, die haben meine Drohne weggeballert. Geht doch. Von 5 verschiedenen Winkeln. Ah, die schießen vom Fenster runter. Pass auf, die schießen jetzt schon. Mhm. Ja, also das andere hat gespawnt. Ja, spawn peaken. So. Das ist so dreckig. Ja. Jetzt haben wir schon geholt. Aber ein Idiot. Da hat man davon, wenn man spotten piekt und dann rausgeht. Ja, ich werde hier gerade abgeaimt. Ja, ich hätte ihn mal dran. Nein, ich krieg den nicht. Weg. Fuck, dieser Schuh. Oh. Ja, der. Nee, da. Das Fenster geballert. Ja, aber der Sch. Boah, das war total. Der Heldiger. Entschärfer wurde zurückgeholt. Das ist ein 1 gegen 2.
Ja, aber wenn ich spiele, bin ich echt mies. Ja, der eine hat vom Fenster runtergelegt. Aha. Ja, das hat schon. Wenn er jetzt rauskommen würde. Ja, echt? War knapp. Ja, das ist. Ich glaube, das ist ein eingespieltes Team. Ja, ich glaube. Ich auch, aber du hast halt. Ah, das schmeckt mir nicht. Ja, aber wenn die rauskommen, hast du einfach den Vorteil, du siehst sie einfach durch alles. Ja, du siehst sie markiert. Das ist der Vorteil, den ich hatte, aber. Das sind richtige Schwitzer. Weil in manch anderen Match siehst du auch weniger rauskommen. Weil wenn du Rank spielst, kommt höchstens einer raus und nicht gleich ein ganzes Team. Hey, wenn ich jetzt auf anderes Match suchen gehe, bleiben wir trotzdem in der gleichen Map. Sollte so sein. Na, ja, wenn ich dann warte schon. Ich kann mir fast den letzten Operator, der mir fehlt, leisten. Ich habe jetzt 1400, aber kannst du mir einen Operator empfehlen? Kommt drauf an, was du spielen willst, weil. Also, die meisten gespielt werden oder auch richtig gut sind, können Carrera sein, kannst Action was, eine Firehouse, was du spielen willst, weil. Ja, das Ding ist. Kommt drauf an, willst du. Ich kann nur mit ja, was hast du am meisten Rainbow? Boah. Was kannst du am besten? Umlaufen und dich an Gegner anschleichen oder sie abfassen? Ja, schleichen kann ich aber auch nicht. Raumschild. Ja, schleichen kann ich überhaupt nicht. Das anders. Schleichen überhaupt nicht. Ja, volle Kamera. Ja, schleichen musst du schon Carrera können. Sonst, keine Ahnung, alle anderen sind gut. Je nach wie man sieht, ich kann dir schlecht einen empfehlen, weil ich selber nur einen geringen Ausweis spiele von allen, die ich habe. Und was hast du denn für einen Ausweis? Musst du halt. Von Rainbow. Ich habe Jahrespasser. Jahrespässe halt. Jahrespässe? Was bedeutet das? Ja, du kannst dir jedes Jahr kannst du dir eine Art Season Pass kaufen. Ja. Womit du alle Operator, die kommen, kriegst. Oder wahrscheinlich früher als andere. Ja, aber von der Version ja eins passt nicht. Von der Version ja. Normal. Also ich habe die Deluxe Edition, deswegen habe ich 8 Operator schon freigeschalten. Ja. Und ja, und jetzt noch ein paar. Kann ich sagen, das muss ich alle kräftig holen. Also. Was ich gut finden würde, ich glaube diese Ash, diese FIB Sports Angreifer Ash, ich weiß nicht, ist der gut, glaubst du? Ja, wenn man ihn spielen kann, ist er gut, weil ich weiß nicht, ob es geändert hat. Ich kann dir vielleicht der Chat beantworten, der kennt sich besser aus. Die Ash-Hitbox im Kopf ist sehr klein. Mhm. Das ist schwer zu treffen meistens. Ja, Geschwindigkeit ist auf gerade sehr schnell. Ja, sie ist sehr schnell, sie ist meistens dafür, wird meistens dafür benutzt, irgendwelche Granaten, also Blankgranaten oder Betonstar einzuspeisen, reinzurushen und so viel Höhe wie es geht. Und sich halt am laufenden Band zu bewegen. So kenne ich das halt. Ja. Guck ich mal, aber es gab wird dann, glaube ich, die. Ja. Er hat C gespielt bei. Ob.
IQ, die du spielst, spielt man meistens die Kommando. Ja. Die kann nämlich auch schauen auf ihrem Handy, was da für Dinger sind. Was mir aber am Arsch ging bei den Leuten, ist nämlich der Typ, der einfach in die Fenster immer diese komischen, diese Dinger da reinballert. Meinst du, diesen Typen, der ballert dann immer solche schwarzen Kugeln einfach in die Fenster rein und dann so. Weißt du? Erzähl mir schon in den Luca, viel Erfolg euch. Kugeln, schwarze Kugel. Ja, danke, viel Spaß, Uwe. Diese Angreifer? Ja, das ist ein Angreifer, genau. Das ist, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, was das für einer ist. Ist auf jeden Fall Die einzigen Operator, den ich kenne, der irgendwelche Kugeln irgendwo reinschmeißt. Deswegen. Ah, nein. Da. Fuze. Streusprengsatz, glaube ich. Der ballert durch die Fenster dann immer diese kleinen Bälle durch, oder nicht? Oder war der das nicht? Ja, die Pucks. Genau. Er kann nicht sein. Ist aber einfach zu kontern. Ich weiß nicht, soll ich mir den holen? 500. Und Jäger kann ihn kontern. Mute kann ihn kontern. Also grundsätzlich alles, was elektronische Geräte aussetzen lassen kann, kann ihn kontern. Mhm. Ja, keine Ahnung, weil mir geht's darum. Ich finde das gut so, der kann das einfach reinballern, dann sind die Leute schon mal von der Bombe oder sowas weg, wenn eine Bombe direkt in einem Fenster steht. Aber. Ich weiß nicht. Keine Entscheidung. Lohnt sich das? Rüstung hat er auf 3, deswegen finde ich, naja. Der hat eine gute Band. Primärwaffe ist ein Schild. Schaut aus wie eine AK irgendwie. Und dann so eine MG, glaube ich. Also, ja, er hat eine AK-12, ein ballistisches Schild, glaube ich, dem von Blitzer ähnelt. Und ein dickes MG. So. Grundsätzlich, ich weiß nicht, was man genau dabei spielt, ich spiele mal die AK. So, Leute, wahrscheinlich spiele die MG. Ja. Also, das musst du selber entscheiden. Ich glaube, ich werde mir aber jetzt mal kurz angucken, jemanden, der vielleicht so eine Art Sniper hat. Weil mit denen könnte ich mich einspielen und vielleicht ein bisschen schauen. Also, alle Angriffs-Operator, die einen Sniper haben, ist ein Twitch. Twitch? Ja, Twitch hat eine. Glass ist grundsätzlich Sniper. Er hat auch ein Klappvisier, also seine Fähigkeit ist ein Klappvisier, was Thermalsicht hat, so gesehen. Ja. Er kann durch Rauch und so sehen. Sieht alles durch dieses Visier gelb. Blackbeard hat einen Sniper. Ich glaube, Buck hat auch einen Sniper. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, ich hole mir die Twitch. Die kann auch diese Drohne machen, die irgendwie die Leute schockt. Ja, Schockdrohne. Ja. Kostet 1000. Ah, egal, ich gönne mir einfach. Auf R. Schau ich mir einfach diesen Clip kurz an. Der ist krass. Ich finde, die Clips sind geil gemacht. Die hätte auch noch was Neues. Die Clips sind geil. Ja, aber auch nur die Standard Operator 10 Kilometer Kabel. 1100 fein gearbeitete, handmontierte Komponenten. Also die Grundoperator, die dabei waren. Von Anfang an. Aber alles, was mein Team wissen muss, ist, funktioniert das Ding oder nicht? Und ich kann dir versichern, es funktioniert. Krass. Okay. Krass. Nice Ausrüstung. So, dann die Sniper wäre die 417. Oder? Ja, das ist die. Scheiß dabei. Was für ein Scharfschützengewehr, perfekt. Die Ausführung und dicke Sturmgewehr. Ja. Wie die von Black Ops zum Beispiel, die ICR oder so. Mach ich denn dafür ein Visier auf? Ist das Holo-Visier auf so einer Solo-Screen? Ich weiß nicht.
Das hört mir, glaube ich. Aber. Ist hier rum. Läufe. Den Mündungsfeuer kennen. Blitz bringt mir nichts. Sanddurchschuss, einer Einzelschuss. Ein Schnellfeuer, den Schuss. Da ist aber die Frage. Ist das so wie so ein Präzisionsgewehr, so was so, so schnellere Schüsse abgibt, so tuff, 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 oder nur so eine? Und ich habe, also da bin ich jetzt ehrlich, keine wirklich scharfe Schlange gehört. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie das bei Twitch ist, also automatisch würde ich sagen, kann schnellere Schüsse geben, aber ich glaube, das wird dann immer unpräziser. Ja, ja, aber ich will wissen, ob sie das kann, weil dann gebe ich nämlich einen Kompensator drauf, der verringert beim Schnellfeuer die Rückschussspanne. Aber wenn der nur solche Einzelschüsse macht, wenn der wirklich so ist, ja, wenn der so ist, dann würde ich mir den Mündungsfeuerdämpfen annehmen. Denn die Mündungsbremse verringert den Gesamtrückstoß an der Einzelschussfeuer. Mindestens guck, ob es klappt. Ja, ja, kann ja nicht. So, Griff. Einfach immer Griff raufgeben. Braucht man immer. Oh. Fertig. Willst du noch irgendwas einstellen? Nö. Weil ich noch kurz hier. Also, das Spiel ist eingestellt. Werde ich mal kurz gucken. So, dann war's das. Was hat denn der hier noch? Claymore, na, Sprengladen. So. Ja, es passt so. Das ist eine Entscheidung. Na, ich spiele nicht so gerne mit Claymore. So krass finde ich den gar nicht. Ja, aber Claymore kann auch lustig werden. Ja. Ja, okay, dann fangen wir an, ja. So. Ja. Was hast du heute so gemacht? Schlafen. Den ganzen Tag. Insofern, ich war bis 7, 8 wach. Irgendwann eingepennt. Ja. Kann ich aber nicht genau sagen wann. Da habe ich bis 15, 16 Uhr gepennt. Und dann bin ich angekommen, habe erstmal ein bisschen Fallout 76 gespielt. Ja. Und dann war es das. Hm, wo gehen wir hin? So, wo sind diese Wünsche jetzt hier? Können direkt ausrüsten. Ja. Schauen wir mal, ob ich mit dem spielen kann. Wenn nicht, dann war das ein Fail-Klop. Fail-Kauf. Egal. Ich hab so viele Operator. Wenn man besitzt, dann halt alle. Ja, eben. Da hat man seine Top-Leute. Und wenn die halt weg sind, dann nimmst du irgendeinen. Da fast für mich jeden Operator durch, also. Bist du gerade im Stream? Und dann vermisse ich die Zeiten mit Kapkan. Ja, Kapkan haben die umgearbeitet. Er hat ja jetzt 5 Sprengladungen statt nur 3. Ist auch ein Punkt schneller. Und früher waren diese Fallen One-Hit. Die sind Bootsvorräte. Ich kann mit der Drohne tasern. Das ist so geil. Was man bei Twitch meistens macht, ist elektronische Geräte ausschalten. Das heißt, wenn Kapkan da ist oder Blitz oder so, schießt du auf die Sachen, um uns schon Vorteil zu geben. Ja, okay, das ist Einzelschuss. Ja, das ist Einzelschuss. Ja, bei jedem ist so Einzelschuss. Perfekt. Pass auf, die haben die Carrera.
und eine Valkyrie, die Room gerne. Und ein Puls. Und nee, Digga, er ist direkt von der Seite gekommen. Ey, wo sind meine Teammates jetzt gewesen? Ja, alle bei der Tür. Ey. Ah, schon wieder der letzte. Der mit der Twitch. Ja, weil ich immer langsam spiele. Ich glaube auf der mit der Twitch Straße. Klar. Nee. Nee, ich glaube mit der Twitch hier, das ist einfach zu klein alles, deswegen. Ach nicht ey, Carrera. Ich hasse Carrera. Obwohl die Pistole haben sehr gut, ja. Die macht ja keinen 99 damit mehr. Na, an die Twitch. Ja. Schade. Ich glaube, er hat die Map ist zu klein. Deswegen werde ich schon im nächsten Map das Ding größer. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Okay. Ich bin einer von den Spielern, die immer den Raum komplett aussichern, so die anderen Leute befehligt, sie sollen den Raum ausbessern und so, aber am Ende bringt sich's nichts, weil die ganzen, weil die Leute dann eh mal irgendwie durchkommen. Pass auf, dass du hier nicht so rumsprayst, weil Anfänger werden auch gerne mal umgenannt. Ja, ich wollte die Drohne wegholen, aber also. Oh gut, hat das. Ich muss auch immer schon in die Decke, weil dann können die können manchmal von oben kommen. Ich weiß nicht, wie es auf der Map ist, mit dem von oben kommen, aber meistens schlecht, weil es auch viele Winkel und Maps sind groß. Wenn ich mit Slasher komme, dann komme ich immer von oben mit dem Hammer. Aber solche Teammates hasse ich, die einfach Kilometer weit wegstehen, so aber nicht da stehen, wo die. Die haben Duka Ebi. Die kann ich anrufen. Ja, was mach ich da? Einfach das Handy aus, weil die dich dadurch finden kann. Okay, da ist dieser Bock-Ding. Victor. Bist du down? Nein. Halt, um zu Telefon zurückzuschicken. Irgendwo ist jemand reingelaufen. Unten ist offen. Na.
Echo steht da. Geil. Noah, Lakisha, hallo. Nein, ich bin leider nicht die Lakisha. Die Lakisha streamt heute erst um 21 Uhr. Dabei bin ich hier. Kamera. Ich finde das geil gemacht mit den Kameras, dass man einfach die Leute dann scannen und die Teammates das dann nicht sehen. Oh Mann! Ich hab extra Nitro in ihn gesehen. Hätte zünden sollen. Schmeckt wieder nicht. Da spiele ich jetzt mal nicht mit Gott, sondern jetzt mal einen Schildtypen. Aus Prinzip. Oha, hey, dieser Nöck oder wie der heißt. Schaut krass aus. Der mit diesem. Na. Ja. Ist er gut? Ja, aber. Drive Operator. Okay. Das schaut aber krass aus. Also den musst du in. Wenn du den kannst, wahrscheinlich schon, ja. Weil deine Fähigkeit ist, er kann sich von Kameras unsichtbar machen. Für eine gewisse Zeit. Und ist eben noch leise dazu. Und das kann man ausnutzen, aber muss man auch können. Ich hab sie gefunden. Gut gemacht. Da oben. Kartenraum. Ja, genau da. Der Tatanka. Praise the Lord! das sind Profis, die haben an den Fenstern an einem unten was kaputt gemacht. Das heißt, wenn der Gegen schlägt, geht das Fenster sofort kaputt. Ja, oder die wollen einfach gemacht, dass du das nicht siehst. Oder die wollen einfach rausfallen. Das könnte auch sein. Eigentlich solltet ihr alle hinter mir stehen, weil ich einfach das Schild habe. Ja, Mann. Michael! Guck dir das an. Ja. So macht man das. So spielt man mit Shit. So spielt man mit Noob-Tube. Schon krass so, weil wenn er am Boden liegt und nicht direkt down ist, was nicht sehr oft passiert, weil Leute sich dann immer finishen oder so krasse Waffen haben, dass du direkt tot bist. Aber wenn du es so noch am Boden überlebst, kann er sich einfach selber heilen. Das hat mir jetzt schon, das hat mir jetzt schon so auf den Arsch gerettet, dass ich dann immer wieder gewonnen habe mit dem. Das Problem dabei ist, du kannst das nicht immer machen, weil meistens bist du so sofort tot, wenn du es machst, oder? Ja. Keine Sorge,
Also ist gepanzert, da ist er. Und da ist einer, der hat sich jetzt den gefunden. 10 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Target lokalisiert. Es bleiben 5 Sekunden. Bei manchen Wänden kann es aber nicht viel. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Kann man einfach nichts ausrichten. Idiot. Scheiße, da war noch ein Fenster. Ist der gerade rausgegangen? Nein, ja, er hat das Fenster aufgemacht und wurde instant weggesniped. Ah, shit. Warum hat er denn keinen Schaden jetzt gekriegt? Passiert. Ich weiß es nicht. Das ist dumm, Factory. Das ist dumm. Soll hier mal reinklettern? Bitte nicht. Wir werden da jetzt up-aim. Nein, den Typen habe ich jetzt. Es werden noch mehr sein. Ich sag's dir. Ja, ja. Es werden noch mehr sein. Aber. Weil in dem Raum macht man das meistens. Ja, du kommst durch. Ich höre, da vorne ist so ein Licht, das blendet mich die ganze Zeit. Ich glaube, da kommt jemand hoch. Ja, ein Schildtyp. Dieser Schildtyp. Fuck. Ja, er liegt. Er ist dumm, Alter. Er ist in meine Falle gelaufen. Zum Glück. Er wollte sich in der Ecke stehen. Das war Montagna. Ja, ja, aber ich habe ihn noch genockt und dann ist er als Genockter einfach in die Falle. Beim Fenster bei mir. Pass auf, der ist einer. Ich markiere es. Bei mir beim Fenster. Ja, ich weiß. Da kann ich aber nichts tun, weil der will ihn nicht. Die Entfernung. Es ist dunkel. Noch einer weg. Ui. Der letzte ist bei mir, glaube ich, beim Fenster. Ich bin nicht sicher. Ja, irgendwie kann auch so ein bisschen da. Ne? Komm her, Mann. Doch. Naja. Ich werde jetzt. Pass auf, der aimt da ab in der Ecke. Warte. Ah, Heilung. Ja, der ist mit was man spielt. Ja, er muss reinkommen. Ja, ich warte ab. Er hat gleich das Problem. Nicht mir. Wir warten nur. Ich würde die Welt wohl gerne umlassen. Ja, oder so. Ja, die Runde schmeckt mir wieder. Dumm. Ja. Wir haben so einen Oberpro drin, und zwar unsere Valkyrie. Obwohl, Silberspieler 46 könnten Smurf-Account sein, oder keine Ahnung. Ja, ich bin noch nicht so der Player, der auf diese Ränge schaut. Diese Ränge nach Platin und Diamant und so. Wo sehe ich denn, was die da haben? Wie wurden das haben und so? Ja. Du kannst in deiner Liste auf zum Beispiel irgendeinen gehen und dann wird da sein Gamertag alles angezeigt, was er im Rang für KDen hat, im Sieg und Niederlage und Eliminierung, sein Level und sein Rang. Ja. So, und zum Beispiel haben wir jetzt einen Bronze 1 und einen Silber 4 Spieler. Okay. Ich habe keinen Rang, weil keine Lust und Profi spiele ich nicht. Du kannst noch keinen Rang haben, weil du zu niedrig bist für das, Ich spiele ja auch seit ein paar Tagen erst. Ja. Gestern, glaube ich. Ja, genau. Ah, ich mache immer das oben unten zu. Ey, wir machen die Fenster so hart zu. Der Typ hat... Krass. Krass, krasse Verstärkung fürs Fenster. Ja. So. 5 Sekunden. Kannst du mir erklären, was dieses Ding hier, was ich mit dem Ding hier mache? Warte, ich komme mal zu dir. Was macht dieses Ding hier, was ich hier habe? Dieses Ding, was ich hier nachhabe. Ich muss noch meine Fallen platzieren.
Das ist Champignon. Was machen wir mit dem Ding, was ich in der Hand habe? Wo bist du jetzt? Platzieren. Nur auf dem Boden oder so. Boden, Hände. Ja, aber das fällt Granaten ab. Fällt Granaten an den Gegnern ab. Da ist eine Hibana-Ladung. Das ist scheiße, weil das auf Fenster ist. Das heißt, ich hab Fenster. Pass auf, Nein, das ist so ein Typ. Ja, das ist ein Panzer. Das ist so ein Panzer. Jetzt nicht mehr. Ein Gegner verbleibt. Uff, Alter, hier fällt unsere Victory. Ja, einer hat eine Falle getappt. Ich wusste schon welche. Ja. Oh, die hat weggenatzt. Perimeter gesichert. Warte, was? Ich hab eine neue Trophäe. Ja, das schmeckt. Oh. Man mehr Kills gemacht. Dritter. Zu wenig Punkte gemacht. Oh nein, du bist drin. Oh, das schmeckt. Jetzt kann ich mir den letzten Operator in meiner ganzen Sammlung holen. Der letzte. Wer ist denn der letzte von mir? Capitao, natürlich. Hab ich alle Operator? Schon nice. Kannst du mal. Da musst du gar nicht so gucken. Da musst du gar nicht so. Kannst du irgendwas nehmen? Operator. Ich hab 600, also ich könnte mir wieder. Einen wirklich gönnen. Hä? Ich hab hier einen Boost zum. Den kann ich aktivieren. Ach so. Ja, ich aktiviere den mal, oder? Soll ich den mal aktivieren? Wenn du willst, das ist so ein Ansehensbooster, glaube ich. Okay, dann. Muss ich das jetzt hat er den Sturmgewehr. Ich will einfach alles irgendwo was draufpacken. Okay, jetzt boosten wir. Greifer. Das ist ein Arcog. Läufe. Christen. Ich kann mir. Ich hab 600. Ich kann mir wieder einen Verteidiger holen. Because ich hab zu wenig Verteidiger. Was können wir uns denn mal hier holen? So, das MG, das krieg ich jetzt. Okay. Doch, das krieg ich. Ja, das krieg ich so ein Reflexvisier. Das ist ein elektrisches Schwergerät, das andere Geräte und Strom setzt. Und der Kontaktschaden. Ja, das haben wir jetzt werden hier. Da haben wir einen die Mira schwarzen Spiegel. Sieht dann gut im Spiegel. Störbar verstärken. So ein kleines Fenster in Größe dieser Fenster. Ja, ich weiß schon. Aber das ist so krass, ist das nicht, oder? Ich meine so. Was macht ein Lesion? Der wirft Giftkapseln auf den Boden, die du sehr schwer siehst, wenn die sich unsichtbar machen. Ja, das ist aber wieder zu teuer. Die sind ab Jahr 2 sind die wieder teurer als keine Ahnung was. Der Mute, Störungssender, Freischalter, Kommunikation zum Fernsehen, Geräten oder Drohnen. Das bedeutet, wenn jetzt jemand so eine C4-Granate schmeißt, um den Schildtypen zu töten, dann passiert da nichts, weil der Sender ist ja gestört. Oder was? Deine Teammates sind nicht betroffen von dem Störsender, aber die Gegner. Das heißt, wenn da eine Drohne reinfährt, ist die blind und kann nicht mehr weiterfahren.
mit deiner Fuse-Ladung, mit Sprengmatte oder so in dem Rad dampelt, kann die auch nicht gezündet werden. Okay. Der Smoke, ferngezündete Gasgranaten, legt aus der Ferne gezündete giftige Gras Sprengladungen aus. Gras? Gras. Nein. Krass. Hey, der ist gar nicht scheiße. Aber ich muss mir mal alle Verteidiger Panzerplatte Panzerplattenbord, kugelsichere Barriere. Meinst du Pässe? Ja. Wo baut ihr das auf? Türfenster. Ah, der war das vorhin. Ja. Das sind gepanzerte Matten, die du nur aufsprengen kannst oder nach zigtausend Schlägen aufkriegst. Die sind so stark. Da gehen keine Kugeln durch, außer die durch von Blast, weißt du. Ja, dann bringt sich das ja nichts, dann sprengen die das safe auf. Herzsensor. Erkennt Herzschläge auf kurze Distanz durch Hindernisse. Ne, so gut, finde ich. Gegen. Rock, kein Bock. Nicht so gut. Kapkan. Unter Türrahmen an. Ja, das, was ich gemacht habe. Jetzt ein montiertes LMG mit ballistischen Schild für Kopf. Von vorne an. Der schaut krass aus, so mit seiner LMG und diesem Schutz da. Ich glaube, den probieren wir jetzt mal, oder? Ja, schauen wir mal. Ja, ist aber nimm den mobilen Schild mit. Was für ein mobilen Schild? Was? Ausrüstung. Da kannst du dir zwischen einer Schrotflinte und einer Maschinenpistole Pistolen und deine Geräte. Und bei ihm lohnt es sich meistens, sich in irgendeine Ecke zu stellen, vor sich ein mobiles Schild aufzustellen. Außer du hast von der Redpack gegebenen Schuss unterhalb, weil du bist bei den Kopfschüssen geschützt, aber deine Beine sind frei. Ja, okay, das. Nämlich das, okay, Ausrüstung, dann nehmen wir, die SASG-12. Kommt drauf an, welche von den beiden ist besser, Feuerrate ist die krasser. Ja. Nein, nehme ich gerade mit der Schrottflinte. Der Rückstoß ist irgendwie heavy, keine Ahnung, Alter, was bedeutet denn das? Irgendwie komisch aus, die Schrotflinte. Was kann man da machen? Ah, ich nehme mal die Schrotflinte. Stell mich wahrscheinlich irgendwie mitten in den Raum und mache mir so einen Schild vor mich. Das mache ich ja nicht. Ja, ja. So, dann nehme ich die Pistole und diese Schild, wie du gesagt hast. Okay. Und wer ist das? Dann spielen wir. Ja, die Map ist auch größer. Die Map, die ist auch groß und verwinkt. Ja, die ist echt. Wirklich. Okay. Was, das ist ja, wo ist denn der Typ jetzt, den ich mir da erinnert habe? Oder was ist, nehmen wir jetzt Verteidigung, oder was ist das jetzt? Angriff. Angriff, okay, dann nicht mehr. Jetzt bin ich mir sicher, welche nicht mehr nehmen soll. Das war natürlich. Ich bin der Blake, bro. Typen, ja. Der eine spielt Fuse. Ja, da spielen wir Bombe. Oh, gut. Sind wir keine Geisel. Geisel.
finde ich aber, selbst wenn man ein gutes Team hat, ziemlich gut, weil die anderen gehen dann immer hin, ballern die anderen um und necken irgendwie ab, wie keine Ahnung was, und du gehst dann einfach ganz so gechillt hinter denen so vorbei mit der Geißel, ohne dass die das checken, so spazierst einfach easy raus. Ja, aber es ging mir gerade um die Operator-Wahl, weil einer Fuse gespielt hat. Der Geist ist Fuse, der schlechteste Operator, den du haben kannst, wenn du seinen, nach seinem Dings gehst. Nach deinem Gadget. Mann. In eine Etage. Boah, zum Glück. Bei der Map ist echt scheiße schwer, die Bombe zu finden, weil es hier überall Spots gibt für die Scheißbombe. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 10 Sekunden bis Einsatz. Oh, sie sind hier. Gut. Das ist ein Scheißort. Für uns auch. Alter, ist draußen. Ich bin draußen entdeckt. Das ist dreckig. Es geht mir schon wieder richtig zahm aus, diese Leute. Kannst hier. Nein! Wo ist denn dieser Twitch-Typ? Der steht irgendwie genau neben mir, aber macht nichts. Ich glaube, ich vertraue dem Bild einfach nicht. Maestro. Ja. Der ist krass. Ja. Schon krass, so einen Typen zu haben mit deiner Lobby, so, der in deinem Team ist. Kann dich haben, aber ich kann dich keiner auseinander. Jetzt kann ich den Typen probieren. Das wird jetzt gleich so richtig hart abfangen. Ich erwarte mir, glaube ich, jetzt einfach viel zu viel von dem. Erwartest du auch. Ich denke mal, dass grundsätzlich die ganze Zeit am MG zu verbringen, ist auch echt gut. Mensch. Für den nur 5 Gegner zu bekommen. Der Schild hält nämlich auch nicht ewig. Wenn du oben hast. Die Bomben sichern. So, gucken wir mal, wo ich meine Ecke nehme. Das ist eine schlechte Ecke. Die Ecke will ich nicht haben. Die Ecke finde ich nicht so gut. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend Plan. Boah, hier oben will ich gar nicht stehen. Hier oben ist der gefährlichste Raum, den es gibt. Ich glaube, ich setze mich hier. Ihr kriegt hier keine Drohne rein, die Idioten. Hä, wo soll ich denn hier hin? Kann man keinen Schutz setzen? Vom Gegner entdeckt. Ich lade ein neues Magazin. Bombe ist ein. Hey, hier kann ich nirgends so mein Ding setzen, wie ich das haben wollte, weil hier eine Couch ist. Dann nutzt du die Couch als Deckung. Ey, ich kann hier das nicht setzen wegen dieser Couch. Nein. Ich bin tot, weil die. Ja, der kämpft da rein, der kämpft da hart rein. Jetzt.
kann die Kacke hier nicht setzen. Nein! Lock ist hier. Wie? Der hätte mir eine Kugel gedrückt. Das ist unten an der Bombe. Willst du auch was tun? Ja, ich schieße die Bombe. Ey, die sind aber unten an der Bombe, du Vogel. Ey, jetzt habe ich endlich geschafft, diese scheiß Bombe, diese scheiß LMG dahin zu placen. Oh, weil die mich rausgekommen sind, die Jungen. Aber hier Ding. Pass auf. Das ist dumm, was du machst, das ist dumm. Ja, ich habe noch nicht mal schießen. Ich glaube, der hat Aimbot. Wollen die mich rausschmeißen? Was ist mit denen? Ja, weil du. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, Platin 1 oder so. Also, wir haben als Gegner einen sehr hohen Rang. Der Venom. Das finde ich wieder mal tolles Matchmaking. Was? Ja, dass wir so einen High Rank bekommen. Was soll ich denn mal jetzt? Ah, ich nehme ja die Twitch jetzt. Ich glaube, jetzt auf der Map ist das perfekt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist gut. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Die Bombe wird gleich wieder so am letzten. Keine Ahnung, wo sein. Ja, ich hab die Bombe. Ja, Bombe drauf, nervt. Obwohl, der Vorraum zählt ja gar nicht mehr. Die versuchen den Typen noch umzubringen. Also das bist eh du. Die versuchen deine Drohne immer noch kaputt zu machen. Bringt sich aber eh nichts. Weil wir die Bombe ja schon längst haben. Ja, aber du kannst die Drohne noch verwenden. Ja. Wollt ihr mal euch bewegen? Ey, warum denn noch? Ja, fickter Ernst, Alter. 10 Minuten Stufe. Pass immer auf Fenster auf. Ja, es wird reden, warum? Gut, schon. Ladungen. Ich hab den Headshot gegeben. Ella ist so gut wie tot. Rein oder bleibt draußen? Runter. Also am Anfang der Runde meistens Ende. So ein nervöses Kind. Die ist so gut wie tot. Die ist so gut wie tot. Hallo. Also, Ella müsste gar nichts mehr ausreiten. Ich mach das hier. Boah, ich glaube, das wollte ich nicht. Down. Diese Ella oder sowas wie die erste ist down. Ja, da Stacheldraht auf. Ja, Spaß. Ein
Gegner verbleibt. Na ja, so müsste immer im Raum sein. Er hat eine MG. Aber wo ist der? Aus Prinzip ein bisschen erschreckend. Er ist in einem anderen Raum. What the fuck? Das war die Ella mir. Was ist, was ist das für Deckung? Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist M ab, M Eingänge ab. Oder auch nicht. Warum ist der Entschärfer jetzt weg? Wo ist der? Ich hier den doch. Der ist in dem bei der anderen Bombe. Hinter dir. Ja, in dem Raum ist er. M einfach den Raum ab. Weiter hoch M. Kommt gleich. Er muss. Ja, ich hab Assist, weil ich die Ella fast wieder geballert habe und mir den Headshot gibt. Die Ella hab ich mit der Ding wieder gehauen. Ja, ich bin ihr begegnet oben, ganz oben. In, uff. Ich wollte nicht, ich glaube, ich bin sogar neben dir gestanden, dass du da gestorben bist. Ich habe überhaupt keinen Bock gehabt, da jetzt nochmal rauszugehen. Draußen ist so unsicher, wenn die Leute aus dem Fenster campen. Ich schau mal unseren Jäger an. Oh, Frost wurde genommen, was nehme ich dann? Nehme ich wieder mal jetzt. Schau mal unseren Jäger an. Mit dem Maestro kannst du, glaube ich, dich verdoppeln, oder? Kannst du so... Nee. Also, das kannst du mit, mit dem Alibi. Anderen. Also das ist dieser andere Typ mit der roten Hut, oder? Ja. Okay. Maestro ist der dicke MG, der hat zwei, sagen wir mal, bewaffnete Camps. Okay, der soll das hier schön hier auspolstern hier. Mache ich hier meine schöne Ecke. Eine schöne LMG-Ecke. Wo ist eigentlich die Bombe? Ja, das ist sehr schlecht hier. Ich habe außerdem unseren Jäger voll mit der Pumpenrevolver angeschossen. Und dann dadurch. Ich kann das nur bestimmt. Wir haben schon wieder Gridlock, aufpassen. Ja, mit dem kann man richtig hetzen. Oh. Ja, komm, Jackie, komm. Ja, da kommt keiner rein. Die müssen zu B kommen. Die müssen B abkämpfen. B. Wir gehen aber nicht auf B. Letzter verbleibender Gegner. Also, ich kann eigentlich nicht kommen. Also, der hat. Gott, das ist echt langweilig. Ich glaube, ich spiele einen Typen nie danach. Ganz schwach. Ich wusste, dass sie da ist. Ich habe nur gewartet, bis sie reinkommt. Schau, das mein ist schlechtes Aim. Das ist wieder lecker. Nach dem ganzen Verlieren. Was ist das für ein Alurohr, Alter? Ist doch geil, oder? Waffe. Ja. Okay. Dann werde ich jetzt heute offen streamen. Komm, Alpha Pack. Vielleicht kommen in nächster Zeit wieder ein Stream von mir. Und ja.
Dann gebe ich mal den Stream an der Pisha weiter. Ja, und um 21 Uhr geht's los mit GTA 5 KP auf GVMP mit LaKeisha Jones, Medic KP. Und ja, dann bis später.